So, hi Leute, heute stelle ich euch mal eine amerikanische Allradlimousine vor mit Brembo-Bremsen, DOHC, Vierventil, Leichtmetallmotor und einer sehr, sehr, sehr fortschrittlichen, spannenden Technik und Design. Das ist der schöne Cadillac, wie man vielleicht am Hintergrund erkennen kann, bin ich nicht im flachen Land in Hesse, ich bin jetzt im schönen Österreich und nun warten wir nur noch auf den Mann, der das Auto gehört. So, da kommt er auch schon. Hi Jan, Hallo, grüß dich. hi Hobby. So, das ist ein schönes Auto. Ja, richtig. Bist du schon wieder am Filmen, wie ich sehe? Genau, ja. Hast du schon gewartet auf mich? Schon Ja, lange, oder? na, so erst kurz. Geht's? Ja, super. Ja, das ist mein. Ich steige, glaube ich, gleich mal ein. Das ist mein Cadillac STS4. STS4. Ist ein Modelljahr 2007. Der Kenner dürfte schon gesehen haben. Für alle Unwissenden, es gab 2008 ein Facelift. Ist ein, ja, wie soll man sagen, ein Projektauto von mir. Ich glaube, du wirst eh schon ein bisschen die Geschichte von mir kennen. Habe das Auto in der Schweiz gekauft. Ich habe was gesucht, ich habe eine Limousine gesucht, wenn es geht, oder ein Kombi mit Allrad und V8 Benziner. Und da wird halt die Auswahl schon relativ klein. Und jeder, der mich kennt, weiß, okay, ein bisschen ein Faible für spezielle Fahrzeuge habe ich ja. Ja, und die Cadillacs haben mir immer ein bisschen gefallen und ich bin auch durch Freunde von mir angesteckt worden mit dem V8-Virus und dann habe ich gesagt, ja, okay, sowas soll es sein, oder? Wir schauen uns einmal im Innenraum an und dann gucke ich jetzt mal. Ich Genau, komme hätte ich ran. gesagt. So. Mach einfach mal auf. Ah, ist Ah, noch abgeschlossen. stimmt, Genau. stimmt. Ich muss ja da ein bisschen lernen. Das Fahrzeug hat ja schon Keyless Go. Ja, genau. Das hat Also. schon Keyless Go. Ja. Und ja, dann schauen wir uns noch ein gutes Stück mal im Innenraum an. Genau, ich setze mich einfach mal rein. Sehr gut. Das Interieur ist, ja, wie man sagen würde, vielleicht typisch amerikanisch. In dem Fall sehr viel beige mit etwas Wurzelholz. Ist aber sehr, sehr angenehm. Durchaus eine schöne Lösung. Das Thema Innenraum ist ja sowieso. Also, wie ich das Auto, bevor ich das gekauft habe, man hört immer so diese Schauergeschichten über amerikanische Fahrzeuge. Jan, ich glaube, dir brauche ich da eh nichts erzählen. Mit diesen Vorurteilen. Und ja, schönes Leder. Das Fahrzeug hat jetzt um die 188.000 Kilometer. Das Lenkrad ist jetzt nicht fertig, nicht abgerabbelt. Man findet eigentlich einen schönen Innenraum vor. Der Vorbesitzer war jetzt vielleicht nicht ganz pfleglich. Ein paar Kleinigkeiten gibt's. Ich müsste jetzt auch wieder mal putzen. Das Ding fährt bei mir aktuell als Daily. Ich nutze das Auto eben jeden Tag. Ja, Mittelkonsole mit großem Display, Touch-Display schon für die Zeit, 6-fach CD-Wechsler, Klimaautomatik, da oben ist noch der Schlitz fürs Navigationssystem, für die Navi-DVD, eben Keyless Go, also man sieht da auch den Knopf, unten mit Zündungsstellung, oben Startstellung. Ansonsten eigentlich alles sehr aufgeräumt, recht gut, also weiches am Turmbrett, oben geschäumt, unten geschäumt. Okay, ein paar Stellen gibt es, die sind Hartkunststoff, ja, so wie die Mittelkonsole. Leider, also das hätte man vielleicht da ein bisschen schöner lösen können. Ansonsten, ich sitze recht tief drinnen, recht entspannt. Ja, cooler Cruiser halt. Also ich bin echt happy mit dem Auto. Obwohl er mir am Anfang Nerven gekostet hat. Ja, das ist ja meistens bei Projekten, wenn man sie Genau. relativ kauft, egal wie teuer sie jetzt sind, ne, ist es ja meistens so, dass man nicht genau weiß, wie weit oder wie Richtig, viel ja. Geld man da einsteckt. Man kann natürlich auch Glück haben, wenn man zahlt gar nichts oder man hat eben mal Pech und muss halt eben relativ viel ersetzen. So, so ist Genau, es. ja. Ja, was soll ich weitermachen? Ich Ja. bin 1,85 m, also man sieht, ich habe da recht toll Platz vorne. Auch der Beifahrer, der hat einen sehr tiefen Fußraum. Also ich bin selber schon mal mitgefahren mit meinem Auto und auch Mitfahrer von mir sagen, ja, du hast da Platz. Er ist ein bisschen geschnittener, also nicht jetzt typisch, wo man sagt, für so breite Personen, also du merkst schon, es ist eher Jaguar ähnlich. Du hast auch da einen Buckel, auf der Beifahrerseite ist einen kleineren, ist dem Allrad geschuldet. Ja, und ansonsten kann man sich gut zurechtfinden. Dieses Modell hat leider kein Head-Up-Display. Upsa, das ist eine Ja. Wespe. Hat leider kein Head-Up-Display. Hätte es gegeben, gegen Aufpreis. Ich sage scherzhalber, ich habe die Geringverdiener-Edition gekauft. Ohne Radartempomat, ohne Head-Up-Display. Aber es lässt sich ja ohne ganz gut leben. Tja, Funktioniert. genau, so ist es dann. Gucken wir mal hinten rein, wenn Genau, du mal schauen wir steigen einfach willst. mal nach hinten. Ich mache da mal die Tür auf, ja, Ja. wie der Chauffeur, wobei wir sind auf der falschen Ja, Seite. klar.
treten Sie ein. Wie man sehen kann, einmal schön großgeschnittener Eingang oder relativ groß für eine Limousine. Genau. Ist auch hier nicht hart, ist wirklich, hier ist es weich, da ist es beledert, gepolstert, hier auch. Hier ist es ein bisschen härter, da unten auch. Haben aber auch teilweise die deutschen Premium-Marken heutzutage. Ja. Also ja, Lautsprecher in den Sitzen kann man auch so einstellen, dass man, wenn man kann ja DVD schauen nach vorne, also das ist nicht nur ein CD, sondern auch ein DVD-Wechsler. Man kann aber auch die Musik drüber hören, ja, mit dem Digital Sound Processor, das kann man umstellen. Für mich steht gerade noch ein Airbag drin, Seiten-Airbag. Genau, also Seiten-Airbag, Fenster-Airbag, ganz normaler Fahrer-Beifahrer-Airbag hat er. Also das ist eh üblich, eben fürs Jahr 2007. So. Ich gebe das Thema rein, ne? Hab genau. Mal reingesetzt, mal angeschaut. So, Kapo, das typisch Durchreiche für Skier oder für lange, sperrige Sachen. Genau, dass es ein bisschen praktischer wird. Wobei, man muss sagen, der beschränkende Faktor, aber zu dem kommen wir später dann beim Kofferraum. Jetzt sind wir mal hinten. Genau, so, jetzt kommen wir zum alles an. Privacy-Verglasen, wie man sehen kann, was natürlich im Sommer halt eben sehr, sehr, sehr gut ist. Sehr praktisch, so warm, ja. Sehr praktisch. Genau. Hat ein bisschen mehr deine Ruhe. Ich schaue jetzt einmal so. In Kombination mit diesem Blau, das passt ganz gut, dunkelblau, mit der schwarzen Verglasung. Das ist ganz, ganz nett. Ja, wie ich sehe, du hast hinten nicht schlecht Platz. Ich meine, der Sitz ist jetzt auf mich eingestellt. Ich ja, genau. Aber wie schon gesagt, ich bin jetzt ungefähr 1,77 groß und ich habe hier noch genug Platz, auch vom Kopf her. Das ist eigentlich alles total in Ordnung. Ich saß auch schon in solchen Modellen, das heißt. Man sieht auch, die Sitze sind hier ein bisschen ausgenommen. Ja. Also das haben sie wohl gemacht, dass eben noch ein bisschen mehr Knieraum ist. Genau. Gerade bei den Knien, man kann die Füße schauen, ja unter die Sitze bringen, also das geht. Das passt, das ist alles sehr gut. Sehr schön. Genau. Leider in der Mittelkonsole, du hältst eh schon drauf. Ich sage auch hier Geringverdiener-Edition, keine Sitzheizung hinten. Das hätte es gegeben. Ja. Also gut, ich sitze meistens vorn. Genau, von daher, das ist ein Fahrerauto, von daher passt es. Ja. Wir gehen nochmal von nach vorne, um einmal nochmal den schönen Innenraum zu sehen. Ich finde ja das helle Interieur immer am besten. Das sieht sehr freundlich aus, mit dem Holz, sehr edel, sehr elegant. Aber gut. Dann schauen wir mal weiter und dann gehen wir nochmal auf was Spannendes mit dem Kofferraum, wo man viel reinpasst. Ist immer wieder interessant oder auch wichtig. Thema Kofferraum, weil wir schon da heraus stehen, das Fahrzeug hat eine Niveauregulierung hinten. Das heißt, an den Stoßdämpfern sind Luftbälge angebracht, das ist aber so von Werk. Zusätzlich hat er noch das Magnetic Ride System, das heißt, er hat eine Stoßdämpferverstellung. Da kann man umstellen zwischen Hard oder Touring und Sportiv. Geht über das Display vorne. Ja, Kofferraum hinten, man zuerst einmal das Heck, fällt natürlich, da fallen sofort diese LED-Rückleuchten auf, die große Bremsleuchte, die ich schon getauscht habe, weil die war wohl durch UV-Bestrahlung draußen gerissen, da in der Mitte. War jetzt zwar nicht extrem teuer, aber man sieht, das ist ein Originalteil. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja, das mich stört sowas, also ich bin da schon ein bisschen penibler. Ja, Kofferraum auf, geht nur auf, wenn ich den Schlüssel, den können wir uns vielleicht auch mal bei der Gelegenheit zeigen. Genau, das ist mal spannend. Wenn ich diesen Schlüssel da mit habe, das ist die Funkfernbedienung mit Zusperren, Aufsperren, Remote Start, Kofferraum öffnen und Panic Button, dann hupt das Auto. Genau, das ist typisch amerikanisch. Ja, genau. Oder auch, falls man mal auf dem großen Parkplatz sein Auto nicht findet, kann man drücken, dann weiß man, woher der Lärm kommt, da muss man hin. Und dieser Schlüssel wird eigentlich nie gebraucht, außer die Batterie ist leer, dann kann man die Fahrertür aufschließen. Ansonsten braucht man das nicht. Es gibt da kein Schlüsselloch vorne. Ja. Man braucht nur den Kameraden da und den kann man eben immer eingesteckt lassen. Also du brauchst den eigentlich nie. Es gibt zwar noch in der Mittelarmlehne, da gibt es ein Fach und da steckt man rein, falls die Batterie leer ist, dass man starten kann. Aber ansonsten braucht man das eigentlich nie und der verschwindet einfach da. Das muss man nochmal sagen, das Auto gibt es ja schon seit 2000 oder ab 2005. 2005, genau. 2005. Und für dieses Baujahr ist das ja wirklich schon beachtlich, dass es da schon viele so gibt. Oder sogar, wenn man Standard sogar, noch nicht mal aufpreispflichtig. Der Mercedes hat es ja, sage ich mal, aufpreispflichtig. Genau, ja. Da gab es das. Und wenn man so an die BMWs denkt, die haben das gehabt, da hast du einen Schlüssel, müssen immer stecken. Dann hast du einen Startknopf gehabt. Die BMWs aus der Zeit, Startknopf ja, Schlüssel musste gesteckt werden. Ja. Dann kommen wir mal in den Kofferraum. Machen wir mal auf. Ich habe da jetzt ein bisschen was drinnen liegen, einen Koffer.
meine Decken, das nehme ich immer, wenn ich was reinlade, dass ich das da als Ladekanten kriege. Ich bin da ein bisschen penibel. Ansonsten recht tief, da ist die Durchreiche vorne. Die Sitze sind jetzt an sich nicht umlegbar. Auch typisch amerikanisch, bitte. Der Release, der Trunk Release. Also wenn ich jetzt eine Person hier einsperren würde, ja, im Kofferraum, dann kann die mittels dieses Hebels dann halt die Kofferraumklappe öffnen und flüchten. Genau. Also das Auto eignet sich nicht für Entführungen, gell? Bitte, ja. Das soll jetzt bedenken. Genau, das war damals eine neue Norm in den USA, eine Anti-Kidnapping-Device, sprich, das leuchtet auch im Dunkeln und man kann halt eben also, falls man jemanden aus Versehen oder mit Absicht einsperrt, kann man den halt eben nicht im Kofferraum lassen. Genau. Da so. Unten noch, wenn wir jetzt schon unten sind, das ist noch der Subwoofer, also die Rückseite des Subwoofers. Sehr der gut, geht ja. Nach innen in die Hutablage. Ja, ist ein Free-to-Air-Subwoofer, das heißt, er nutzt das Volumen, das Kofferraumvolumen für ja, den Bass, für die Tieftöne. Ja, ansonsten Klappe hinten schön verkleidet. Das ist eine recht lustige Lösung, wobei, wenn man so genauer nachdenkt, es ist fast besser, als wenn ich da jetzt so einen Gummischlauch habe, weil die werden meistens dann spröde und da wird auch die Verkabelung hin. Ja. Es sieht halt lustig aus. Ja, genau, es ist lustig, aber es scheint zu funktionieren und das ist das Wichtigste. Da sind die Amerikaner auch wieder ziemlich hemdsärmlich. Alles, was funktioniert, wird nicht verändert. So, dann machen wir mal zu. Fällt satt ins Schloss. Einmal kann man nochmal schön das Heck anschauen. Das ist sehr sportlich angehaucht, schöne Endrohre. Aber ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau. Dann gehen wir mal kurz nach vorne zum Motor. Ich mache einmal noch die Türen zu und dann kann man auch mal hören, wie schön die zugehen. Zack, fallen sie ins Schloss, ohne dass irgendwas ist. Und dann denke ich mal, gehen wir mal an die Motorhaube. Ich öffne das mal eben. Genau, mache ich mal auf. Er ist jetzt etwas angestaubt, also ich bin jetzt nicht sonderlich zum Wischen gekommen. Da fehlen auch noch die Verkleidungen, die habe ich jetzt noch demontiert. Ich muss da bei meinem Fahrzeug noch was machen. Normalerweise wäre bis hierher eine Verkleidung. Hier habe ich eine und hier. Allerdings, jetzt sehen wir da mal eine. Ist ja auch nicht so schlecht, ne? Genau. Das ist auch sehr schön. Da sieht man schon das große Exemplar. Ein 4,6 Liter Northstar. 4,6 Liter Northstar LH2 Motorkennbuchstabe. War der Northstar, also eigentlich der erste Northstar, der dann längs eingebaut wurde. Früher kannte man das ja aus dem Zivil STS. Da war er dann quer. Mit Frontantrieb, war ganz eine spannende eigene Lösung und da ist er jetzt längs eingebaut, hat, ja, wer den Northstar nicht kennt, Jan, ich glaube, du kennst es ja eh zu Genüge, genau. Der Northstar hat 4 obenliegende Nockenwellen, ist aus Leichtmetall und ist sehr drehfreudig und das ist eigentlich nicht das Thema, das die Amerikaner früher berühmt gemacht hätte. Das waren immer diese Pushrods, also diese Stößelstangen V8 mit einer zentralen Nockenwelle. Das haben sie ja heute immer noch. Und das war ein bisschen ein anderes Konzept. Genau, ja, das heißt, die meisten Amerikaner sind halt eben eher Autos oder Motoren gewöhnt, die schon bei fast 1500, 2000 Umdrehungen ihr maximales Drehmoment entwickeln und dann auch relativ schnell abflachen. Ich kenne ja diesen Northstar auch. Der ist eigentlich genau andersrum. Eigentlich muss ich drehen. Ja. Ich denke mal, das werden wir auch nochmal in Fahrvideos nochmal gut darstellen. Genau, ja. Oben auf dem Stoßdämpfer. Was ist das? Was hat es damit auf sich? Ja, wie vorher erwähnt, das ist dieses Magnetic Ride System, ist die Stoßdämpferverstellung. Das heißt, da wird auf den Stoßdämpfer Strom beaufschlagt, mehr oder weniger. Und das verändert dann die Viskosität des Öls. Das heißt, der wird härter oder weicher. Genau. Also 2 Stufen, kann über das Touchdisplay innen regeln. Ja, ist ganz nett, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt eher komfortabel fahren oder eher sportlich. Im sportlichen Modus hast du einfach weniger Karosseriebewegungen und das funktioniert gut. Das ist schon ziemlich gut, ziemlich haltbar und ich denke mal, das Wort bei dir jetzt mit 190.000 knapp noch nicht getauscht. Also ich vermute, dass die vorderen noch original sind. Die hinteren habe ich getauscht, weil mir ja wohl einer von den Stoßdämpfern, der war undicht, aber das war die Luftseite, das heißt, die Niveauregulierung war undicht. Die vorderen dürften wohl noch original sein. Also ich hoffe das Beste. Es ist aber, der Ersatz ist nicht extrem teuer. Das ist bei diesem amerikanischen Ding sowieso cool, finde ich persönlich. Die Verschleißteile sind bezahlbar für die Fahrzeugklasse. Ist natürlich jetzt kein Polo, ist klar, aber es ist wirklich in Ordnung im Vergleich zu anderen Marken. Genau, das habe ich auch schon bemerkt. Das heißt, die Fahrzeug- oder die Ersatzteilpreise sind wirklich konkurrenzfähig und man zahlt für einen Stoßdämpfer oder auch jetzt für Verschleißteile, die man häufig im Luftfilter
relativ wenig Geld. Und wenn man nochmal schaut, was jetzt einmal, ich nehme mal so ein BMW zum Beispiel veranschlagt, da ist es eigentlich ein Witz gegen. Ne? Genau. Gut. Also das ist voll in Ordnung. Dann gibt es ja noch ein paar spannende, sag ich mal, Details. Ne? Du hast ja zum Beispiel die Europa-Ausführung, eine wirklich richtige Europa-Ausführung. Genau. Erst noch die Frau in Schweiz. Und ich glaube, oder das Auto hat dann auch nochmal extra für die europäischen Straßen, für die Bergstraßen, für eventuell auch die Autobahn, hat es ja nochmal spezielle Features, die kommen richtig. Uns jetzt nochmal an. Richtig, wir sind auch eh schon richtig hier vorne. Einerseits ist es der Visco-Lüfter, der gehört zum Towing-Package ich dazu. Ich gucke mal rein, ob das so geht. Ja, da sieht man ihn schon. Das heißt, er hat noch einen Visco-Lüfter und vorne hat er noch zwei elektrische Lüfter. Falls der Motor mal, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, man sieht so ein bisschen. Falls der Motor mal wirklich zu heiß sein sollte, springen die noch an. Aber es ist bei mir noch nie vorgekommen. Das heißt, der Visco-Lüfter leistet offenbar ganz gute Arbeit. Und was er noch hat, man, abgesehen von dieser Batterie mit diesen speziellen Polen, typisch amerikanisch. Das genau, ist ich zeige es mal eben so hier. Das sind diese typischen Schraubpole. Genau. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn man die tauschen muss. Genau. Aber auch in Deutschland gibt es mittlerweile genug, genug Auswahl. Ja, oder in Österreich jetzt in diesem Fall. Und was eben noch spezieller ist, gerade bei der Europa-Ausführung, die große Bremsanlage. Das ist eine 4 Kolben Bremsanlage von Brembo, Festsattelbremsanlage. Die ist baugleich mit dem V-Modell. Der V hat auch die gleiche Anlage, nur ist das V-Logo dann noch drauf. Und bei mir ist nichts drauf. Aber bremst gut, hat ein super Pedalgefühl und ist doch 2 Tonnen schwer, das Fahrzeug, also laut Zulassungsschein. Und ja, fährt echt fein. Also von wegen Amerikaner und keine guten Bremsen. Auch hinten, ja, sind auch hinten gleich groß. 14 Zoll Scheiben, also ja, passt ganz gut. Genau. Gut, ich denke mal, das war es auch schon fast. Und das Spannende ist jetzt natürlich die Fahreindrücke und die Fahrvideos und die werden gleich folgen. Ja, läuft. Sehr schöner, sehr angenehmer Klang, aber ich denke mal, da sehen wir gleich noch mehr von. Wintererfahrung, also leider habe ich mein Fahrzeug zu spät bekommen. Ich habe das Auto aus der Schweiz gekauft, war ein ziemliches Projekt, war recht günstig zwar, aber es war doch einiges zu tun und ich habe gehofft, dass ich ihn zum Winter fertig bringe, aber ist sich nicht ausgegangen. Das heißt, wir haben dann so Mitte, Ende Jänner bekommen und dann war bei uns kaum mehr Schnee. Ich kann aber nur sagen, auf Nässe, und da habe ich jetzt ein bisschen Erfahrung sammeln können, funktioniert der Allrad wirklich gut. Man merkt ihn eigentlich nicht. Ja, das Auto hat einfach Grip, es funktioniert einfach, es fährt und im Gegensatz zu vielen Konkurrenzmodellen, also ich kenne das auch aus diversen Audis, schubbelt er kaum über die Vorderräder. Das heißt, wenn du wirklich voll einschlägst und dann wirklich umdrehst oder reversierst, merkst du ein bisschen, okay, die Vorderräder sind ja doch mit den Hinterrädern verbunden über Verteilergetriebe, aber ansonsten ist es ganz, ganz unauffällig. Bei Autobahntempo 140, wenn man das Radio aussetzt, so wie jetzt, kann man ein bisschen ein Geräusch vom Transfer Case, also vom Verteilergetriebe hören, durchaus, aber das ist jetzt nicht extrem, also wirklich sehr, sehr entfernt. Und wenn man ein bisschen Musik hört, hört man es gar nicht und das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, glaube ich. Ja, das hört sich noch erstmal sehr positiv an. Hast du irgendwie etwas bemerkt bezüglich Verbrauch oder dass das jetzt deutlich mehr verbraucht? Man sagt ja, Allräder verbrauchen meistens mehr als Front- oder Hecktriebler oder reine Hecktriebler, sage ich jetzt mal so. Hast du da was irgendwas bemerken können? Aber ich glaube, du hast auch Spritmonitor und da konnte man jetzt nicht ganz so viel erkennen, glaube ich, oder? Ja, also ich muss sagen, ich habe natürlich keinen STS vorher gefahren mit Hinterradantrieb. Das heißt, oder auf Dauer, sagen wir mal, ich bin jetzt krank gefahren für, sagen wir, 1 Monat, 2 Monate. Aber wie du sagst, ich bin auf Spritmonitor auch vertreten und es kommt halt wirklich darauf an, wie du fährst, aber ich bin meistens unter dem Normschnittverbrauch, den GM oder Cadillac angemessen. Aber wenn er sehr modern ausschaut, ist er doch schon ja, fast 20 Jahre am Markt. Weil 2004, 2005 sind die ersten LH2
Northstars oder STS mit dem LH2 Northstar auf den Markt kommen. Genau. Ja, nee, man darf auch nicht vergessen, die Amerikaner haben andere Testzyklen als wir Europäer und dementsprechend sind die Verbräuche oder Durchschnittsverbräuche auch relativ, sagen wir genau, oder sogar höher angegeben als ne, in der Realität. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Glaube, jetzt haben wir auch einen anderen Testzyklus. Jetzt ist es auch ein bisschen praxistauglich, aber die Jahre davor konnte man es eigentlich immer so getrost vergessen. So. Genau, das ist es. Und das finde ich ehrlich gesagt bei den Amis relativ angenehm. Du kaufst ein Auto, schaust einmal auf den Normverbrauch vom Hersteller und du kommst ziemlich hin. Ich meine, außer es ist was kaputt, ist ganz klar. Aber wenn alles in Ordnung ist mit dem Fahrzeug, kommst du hin oder du kommst sogar drunter. Und wie du richtig sagst, Jan, dieser NEFZ-Normzyklus, den wir früher gehabt haben, wir Europäer, der war sehr optimistisch. Das waren eigentlich Prüfstandswerte. Wie hast du in der Praxis, ja, ich weiß nicht, wie hast du das denn erreicht? Ja, bergab mit Rückenwind, Heimweh und, ich weiß nicht, im Schubbetrieb, ja? Genau. Aber ja, nicht jetzt in der Praxis. Ja? Und jetzt ist ja dieser WLTP-Zyklus, wobei ich weiß nicht, wie genau der jetzt ist. Das habe ich jetzt ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da ich kein Europäer gekauft habe, war es jetzt für mich nicht so der Faktor. So, es wurde ein bisschen was am Auto gemacht. Wie ich schon gesehen oder schon gehört habe, hast du ja als eine nicht mehr originale Abgasanlage drunter. Ja, bei mir gibt es in der Nähe einen Auspuffbauer, einen ganz einen guten. Da habe ich ja doch einiges machen lassen. Aber ich hätte gerne ein bisschen einen sportlicheren Klang. Und einfach, schau, auf A8, das ist Musik. Das ist kein Lärm, wo man sagt, ja, das ist unangenehm. Das ist für mich Musik. Und das ist, glaube ich, auch für viele andere Musik. Und dann hat er mir wirklich eine Anlage gebaut für das Fahrzeug, abgestimmt. Das ist halt custom-made, weil es sind da 3-Zoll-Rohre ab Cut gekommen. Das ist, der Cut ist geblieben, wie er ist. Und dann sind 3-Zoll-Rohre gekommen, noch ein X-Pipe dazu und Angel-Dämpfer. Durchgangsdämpfer ausgeführt. Also er ist nicht straight oder sowas. Es ist wirklich designed, dass er eben die Lärmwerte jetzt nicht überschreitet, weil es ist jetzt erinnern eh schon recht sportlich. Also der Jan hat mir mein Fahrzeug getriebetechnisch etwas verändert. Das heißt, er hat mir die Wandlerkupplung ein bisschen früher zumachen lassen. Ich war recht zufrieden mit dem Auto und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor ich ihn gekauft habe, da hat es immer so viele Vorurteile gegeben, nach dem Motto, ja, Ami, das ist scheiße verarbeitet, das hat eine scheiß Innenraumqualität, das sieht nicht schön aus innen und. Aber ich muss sagen, er fährt schön. Es ist ein sehr entspanntes Fahren, also immer wenn ich mit dem Fahrzeug fahre, ja, ich gebe zwar ab und zu Gas und Kickdown, weil es einfach sich schön anhört. Aber die meiste Zeit, ich fahre recht gechillt, entspannt, ruhig. Und du setzt die rein, also mich holt das Auto immer runter. Ich setze mich ein, ich fahre, ich rede so wie jetzt auf dem Video. Das ist einfach ein richtig cooles Feeling. Ja. Im Sommer teilweise auch gerne mit offenen Scheiben. Einfach, du hörst ein bisschen mehr vom Motor und bin sehr zufrieden. Und dieses Tuning, also mit dieser Software, dass einfach das Getriebe etwas anders schaltet, so mehr nach meinen Wünschen, etwas sportlicher, weil es war werksmäßig ja, relativ komfortabel, also wie das ganze Auto halt. Jetzt gefällt es mir einfach ein bisschen besser und es passt wirklich gut. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrgefühl. Das Ding hat halt andere Qualitäten. Genau, ja, das kann ich nur bestätigen, ne, aber da werden wir noch mal ein paar drauf zu kommen. Das Auto holt einfach runter, man muss nicht schnell fahren. Ich denke mal, es ist auch einfach ein schönes Gefühl, dass man es rein theoretisch kann. Man muss es niemandem zeigen, nur wenn man mal überholen muss, wenn man mal was braucht, wenn man halt eben, ne, es mal ein bisschen eilig hat oder mal Spaß haben möchte, kann man halt eben ne, runterschalten, Gas geben und da kommt ein bisschen was. Ne. Genau, das geht definitiv und man ist echt nicht langsam unterwegs. Man darf halt eins nicht vergessen, es hat ein gewisses Eigengewicht. Also angegeben ist meine mit um die 2 Tonnen leer. Das merkst du in manchen Stellen auch, aber das Fahrwerk ist überhaupt nicht schwammig. Das ist kein Schaukel, das ist kein Schiff, das ist kein Boot. Das ist eigentlich wirklich ein Touring-Sedan. Ja.
Cups Touring Sedan ist ja der Name und das erfüllt er auch, finde ich. Das ist wirklich, wirklich voll okay. Ja? Und du kannst Gas geben, du kannst ihn sogar quer kommen lassen, trotz Allrad, das geht, er ist hecklastig, also 40-60, 40% vorne, 60 hinten. Und das finde ich ist voll okay, also darf man echt nicht schimpfen. Ne? Und die Wandelautomatik ist eine 6-stufige, ist ein GM-Getriebe, 6L50 ist bei mir drinnen, ist aber Bau- oder artverwandt mit ZF und ZF hat es auch, beziehungsweise GM und ZF haben das zusammen gebaut, das wurde in Amerika gebaut, das wurde auch in Frankreich, in Straßburg gebaut und die 6L45 zum Beispiel oder auch die 5L40, also die Vorgängerversion mit 5 Stufen, gab es auch in diversen BMWs. Das wissen halt viele nicht. Viele glauben, okay, im BMW, da war ZF drinnen. Jein, es gab auch das GM-Getriebe im BMW vor einigen Jahren. Ja, und das widerlegt sich auch relativ gut. Das alte Gerücht, dass die Amerikaner auch GM vor allem mit der Hydramatik keine sportlichen oder keine guten Getriebe bauen können. Und ja, das, wie ich gesagt, das zeigt eigentlich dieses Getriebe oder auch das Getriebe im V, was wir nochmal vorstellen werden, dass das eigentlich gar nicht mehr stimmt und dass das eigentlich alte Gerüchte sind, die schon seit Jahren keine Rolle mehr spielen. Genau, das waren einfach diese Binnenweisheiten. Also ich glaube halt, das kommt von Leuten, die nie sowas gefahren sind oder die halt irgendwann einmal ein, vielleicht sogar irgendein anderes Automatikfahrzeug gefahren sind, aus einem europäischen Konzern, was auch immer, mit wenig Leistung, nicht gut abgestimmt, das gab es ja leider wirklich, aber mittlerweile oder auch, kann man sagen, Anfang der 2000er, wo GM da eben angefangen hat mit diesen 5-Stufen-Getrieben, 6-Stufen, da ist es immer weniger geworden. Und wenn man einen heutigen Camaro fährt, den ab 2016, mit der 8-stufigen Wandelautomatik, das ist zackig, der schnalzen die Gänge ein. Also das ist eine Freude, das ist wirklich super. Die Amerikaner haben natürlich auch sehr, sehr viel gelernt im Vergleich zu früher. Früher war es halt wirklich durch 3 Stufen, 4 Stufen ein bisschen traniger vielleicht. Ja, aber mein Gott, ich meine, da war es bei den Europäern nicht besser. Ja, genau, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, dass auch viele Leute, die halt eben solche Behauptungen im Raum schmeißen, dass sie noch nie wirklich den Ami besessen haben oder geschweige denn jemals gefahren sind, dass die immer nur sagen, ja, ich habe ja gehört und mein Kumpel, der hatte ja, oder mein Onkel hatte ja früher 1970 mal was gehabt.